Hier haben wir ein Fahrzeug der Rallye 2 Kategorie. Das ist eins unter den World Rally Cars und die höchste nationale Klasse, die ausgetragen wird. Zum Beispiel kann man damit in der Deutschen Rallye-Meisterschaft starten. Wichtig ist Allradantrieb, kurze Getriebeübersetzung, also wichtig, das Fahrzeug schnell auf Beschleunigung zu bringen. Und ein Fahrwerk, was auch für Mischbedingungen und auch für ein bisschen Cutten, das bedeutet auch, dass man sich abseits der Straße bewegt, sich wohlfühlt. Der wichtigste Unterschied zur Rundstrecke, was man hier im Fahrzeug auf den ersten Blick sieht, ist der zweite Sitz. Den haben wir natürlich nicht bei den großen Langstreckenrennen oder generell im Rundstreckensport. Im Rallye-Sport ist das ganz normal, denn hier sitzt der Beifahrer. Und dieses Teamgefüge muss stimmen innerhalb vom Fahrzeug, weil der Beifahrer dem Fahrer das Gebetbuch vorliest, so sagt man in der Fachsprache. Eine zweite Besonderheit, was einen Unterschied zur Rundstrecke darstellt, ist eben, dass man hier nicht nur den Schalthebel hat, sondern auch die Handbremse. Die fehlt natürlich bei einem Fahrzeug auf der Rundstrecke. Beim Rallye-Sport ganz besonders wichtig bei ganz engen Spitzkehren, ganz engen Kurven, wo man normal mit dem Lenkeinschlag nicht rumkommt, wird hier das Auto vorher leicht angestellt. Mit der Handbremse dann in dem Moment rutscht das Heck rum, sieht super spektakulär aus und soll auch noch schneller sein, weil man eben dann viel besser um die Ecke kommen kann. Dann gibt es zahlreiche Knöpfe. Das Auto muss ja auch straßenlegal sein. Und sag mal, von der Performance her mit der wichtigste Knopf ist hier der Stage Mode, nennt man das. Also ein Motormapping, was speziell dann für die Wertungsprüfung dann eingeschaltet wird. Und dann hat das Auto eben nochmal mehr Leistung und einfach ein besseres Ansprechverhalten. Und da ist jeder Fahrer heiß drauf, den vorm Start anzuschalten.